Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker 2. Ich bin euer Basti, ich freue mich, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast und mich bei diesem Zuschauerlevel begleitest. Es ist wieder von Justin und Justin bekommt man raus, wenn man den Erstellernamen rückwärts liest. Ja, also nicht mit N anfangen, sondern mit dem J am Ende. Und deswegen werde ich ihn noch Justin nennen. Er hat mir zwei weitere Level eingesendet. Drachenknochen, Höhle. Ist dieses? Wo ist denn der Boden hin? Ah, egal, in die Schiffe segeln wir los. Und ich habe schon mal reingeschaut, hatte schon eine Aufnahme gestartet, aber leider ist mir da meine Kamera abgekackt. Also ich hatte dann einfach nur ein Standbild. Deswegen zeigt es mir an, dass ich das Level schon gespielt habe. Ich habe es aber noch nicht beendet. Aber ich weiß so ein bisschen, was mich erwartet und ich möchte das trotzdem mit euch zusammen noch erleben. Also, wir sind Toadette, sind in einer Drachenhöhle. Hier ist ein riesengroßer Drachen. Den ersten Abschnitt, das habe ich rausgefunden, da muss man relativ schnell durch. Dann ist das gar kein Problem. Ich habe da im ersten Versuch richtig verkackt. So, und dann kommt hier eigentlich das, was so ein bisschen schwierig ist. Ich brauche auf jeden Fall ein Link-Kostüm hier. Muss einen Schalter betätigen. Dieser Schalter befindet sich hier oben und dann kommt ein richtig heftiger Abschnitt. Und den habe ich sowas von verkackt immer eigentlich. Okay, das ist nämlich hier offen und da ist es schon passiert. Hier wird es nämlich richtig gemein, hier gibt es sehr viele Feuerbälle. Und ich habe in dem ersten Abschnitt hier auch eine ganze Weile gebraucht, ehe ich das rausgefunden habe, dass man hier relativ schnell durch kann. Ja, wie gesagt, ich konnte euch die Versuche leider nicht zeigen, weil meine Kamera verkackt hat. Und das ist natürlich No-Go. Wenn die Kamera verkackt und dann hatte ich nur ein Standbild. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht nochmal. Vor allen Dingen dann vielleicht nicht bei der Aufnahme, wo ich hier das Level dann schaffe, da würde ich mich dann ärgern. Ich habe auf jeden Fall die Abschlussrate schon ziemlich nach oben getrieben. Dann habe ich mich zwar hier treffen lassen und springe dann nicht in den Knochentrocken rein. Ah! Aber wie gesagt, auch das mit dem Drachen hier, mit diesem Skelett, das ist so cool aufgebaut. Und ich verkacke trotzdem noch hier am Anfang. Ja, das ist so ein Drache oder eine Schlange, die sich hier durchschlängelt. Hier vorne ist der Kopf. So, wie gesagt, den ersten Abschnitt. Das habe ich auch schon ein paar Mal probiert. Hier einfach ganz schnell durchgegangen. Das geht auch manchmal. Es geht auch manchmal. So, jetzt ganz schnell hier nach oben, weil ich brauche unbedingt diesen On-Off-Block, sonst komme ich nicht weiter. So, und jetzt kommt diese hässliche Sonne wieder. Ach, und da habe ich das erste Flammenmeer überstanden und renne genau ins zweite rein. Bisschen ärgerlich. Okay. Okay, jetzt muss ich warten hier. Wenn die Gumbas hier runterkommen, habe ich sonst keine Chance. Wir können hier nach rechts noch weitergehen, da ist aber nichts mehr. Und jetzt habe ich schon wieder verkackt, weil ich mein Link-Kostüm verloren habe. Das heißt, ich kann das Level nicht mehr schaffen, weil ich den keine Chance... Naja, du, doch, ich könnte vielleicht den On-Off-Block noch mit so einem Trockenknochenpanzer aktivieren. Ich glaube, das geht ja auch. Ich glaube, das geht auch. Aber ihr seht schon, ich stelle mich dann doch... So. Okay, das war der Cheep-Cheep, der mir hier... Ja, und ich krieg diese hässliche Sonne nicht weg, ne? Also wie gesagt, ich habe auch, glaube ich, schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier schon gesagt habe oder ob das bei der anderen Aufnahme war,
Das Level an sich ist cool aufgebaut, aber ich finde, auf diese komische Sonne hätte man verzichten sollen. Das ist schon so schwer. Und dann hat man noch diesen permanenten Druck von dieser Sonne und muss auf die Sonne aufpassen. Und hier oben ist ein Softlock. Wenn man da reinkommt, hat man ein Problem. Nein. Puh. So, wir machen das Ganze nochmal. Sonne, du gehst mal weg. Jetzt kommt hier gleich das Feuer wieder, ne? Hier kommt ja noch so ein alter Cheep-Cheep. Ah, den habe ich nicht erwischt. Den wollte ich eigentlich gerne mit meinem Panzer auf den Arsch geben, damit der weg ist. Der ist nämlich echt nervig. Oder ich muss ihn hier erwischen. Dann habe ich auch meine Ruhe. Ja, hier muss ein bisschen aufpassen. Feuer. So, die Knochen trocken, Panzer kriege ich ja nicht kaputt. Okay, das ist alles noch gut. Kann ja auch Pfeile schießen, ne? So. Okay. Diesmal sah es ein bisschen besser aus. Die Sonne kommt wieder. Okay. Geil. Okay. Okay. Sehr cool. Ich habe sogar mein Link-Kostüm nicht verloren. Und ich glaube, meine Kamera hat jetzt sogar durchgehalten. Das ist richtig geil. Das ist richtig gut. Also ich habe beim ersten Versuch schon, glaube ich, eine Viertelstunde aufgenommen, wo ich dann gemerkt habe, dass mein Kamerabild total stillsteht. Ja. Und ich habe es, wie gesagt, dasselbe ja nicht geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Und ich muss sagen, wie gesagt, ich persönlich hätte auf die Sonne verzichtet. Hat aber nochmal so ein bisschen einen Kick gegeben. Aber guckt mal, ich habe die Abschlussrate, ich glaube, wo ich angefangen hatte beim ersten Mal, war die Abschlussrate bei 3, und ein bisschen. Jetzt ist sie bei 2,09. Aber das war's für meine Sicht der Dinge. Geiles Level, Justin. Und ja, ich glaube, du hast mir noch eins eingeschickt. Mal sehen, das wird dann vielleicht morgen kommen oder heute Nachmittag. Ich lasse mich überraschen, beziehungsweise lasst ihr euch überraschen. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.